für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Bekämpfung der Kinderpornografie durch Zugangssperren im Internet braucht eine klare gesetzliche Grundlage. Ich bin froh, dass sich die SPD mit ihrer Forderung da durchgesetzt hat. Nur eine gesetzliche Regelung schafft Rechtssicherheit und genügt verfassungsrechtlichen Anforderungen. Unser Gesetzentwurf, und es ist kein Gesetzentwurf der Bundesregierung, sondern unser, sieht Änderungen beim Telemediengesetz und beim Telekommunikationsgesetz vor. Das Bundeskriminalamt wird eine Liste von Telemedienangeboten erstellen, die Kinderpornografie enthalten. Alle großen Zugangsvermittler werden gesetzlich verpflichtet, den Zugang zu Inhalten in dieser Sperrliste aufzuführen und durch geeignete und zumutbare technische Maßnahmen zu erschweren. Nutzeranfragen werden auf eine Stoppseite umgeleitet. Die anfallenden Daten können für die Strafverfolgung genutzt werden. Die Zugangsanbieter übermitteln dem BKA wöchentlich eine anonymisierte Aufstellung über die Anzahl der Zugriffsversuche. Die Zugangsanbieter werden nur dann haften, wenn sie die Sperrliste des BKA nicht ordnungsgemäß umsetzen. Wichtig und gut ist aus meiner Sicht, dass innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes eine Evaluierung erfolgt. Schließlich, und das nehme ich sehr ernst, betreten wir Neuland. Und manche meinen ja, es wäre nutzlos, unverhältnismäßig und als Einfallstor zur Internetzensur. Und dieses wird kritisiert. Daher, das ist meine persönliche Meinung, hätte ich eine Regelung über ein eigenständiges Gesetz vorgezogen. Der vorliegende Gesetzentwurf setzt ein Signal zur Ächtung von Kinderpornografie und erschwert den Zugang zu kinderpornografischen Internetseiten. Klar muss uns allen aber auch sein, dass trotz dieser nationalen Initiative und trotz aller internationalen Anstrengungen zur Täterentmittlung und zur Schließung von Internetseiten zu befürchten ist, dass Angebote mit Kinderpornografie weiterhin im Internet abrufbar bleiben. Um effektiv gegen die Straftäter, Produzenten und Nutzer von Kinderpornografie und Jugendpornografie vorzugehen, brauchen wir, und ich glaube, das ist auch unstrittig, eine bessere Ausstattung der Ermittlungsbehörden. Um die weltweite Verfügbarkeit der Angebote so schnell als möglich zu beenden, sollte im Gesetz zudem geregelt werden, dass das BKA den ausländischen Anbietern und die zuständigen nationalen Polizeibehörden über die Aufnahme in die Sperrliste informiert. Meine Damen und Herren, das Gesetz, ich will es noch mal ganz deutlich sagen, ist ein Baustein gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern und der Darstellung auf den Internetseiten. Wir Jugendpolitikerinnen, und jetzt merken Sie dann, dass es da unterschiedliche Meinungen in der SPD gibt, aber wir Jugendpolitikerinnen und einige wenige Jugendpolitiker halten es für sinnvoll, Jugendpornografie in den Gesetzentwurf mit einzubeziehen und nicht 2 Jahre bis zum Bericht der Bundesregierung zu warten. Warum? Erstens, nach der UN-Kinderrechtskonvention ist jeder Mensch unter 18 Jahren Kind. Die EU-Kommission zweitens sieht es genauso. Und drittens haben wir die Verbreitung von Pornografie mit Darstellern, die zwischen 14 und 18 Jahre alt sind, im Sommer 2008 unter Strafe gestellt. Diese Seiten würden nach dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht gesperrt. Die Frage ist die Kompetenz. Wenn wir sagen Kinderpornografie, wissen Fachleute, dass Kinder Menschen bis 18 sind. Ich erwarte eine konsequente und keine widersprüchliche Gesetzgebung. Meine Damen und Herren, wir werden den Gesetzentwurf, und da gab es ja von vielen Seiten für mich auch nachvollziehbare Kritik, in einer von uns gewünschten Anhörung und den weiteren geplanten Beratungen genau prüfen. Wir von der SPD-Bundestagsfraktion haben gestern
eine umfassende Gesamtstrategie, ein 10-Punkte-Programm zum Schutz von Kindern und Jugendlichen beschlossen. Ich gehe davon aus, dass die Familienministerin, auch wenn sie heute nicht anwesend ist, denken wir an sie, den angekündigten Aktionsplan 2 fristgerecht vorlegt. Die Messlatte ist hoch. Die Ministerin wird sich an den Worten messen lassen, mit denen sie die Aktionspläne unserer Drogenbeauftragten Sabine Betzing gerade abgelehnt hat. Sie eignet sich immer für ein Zitat. Ich zitiere die Ministerin. Maßgebliche Teile der heute vorgestellten Aktionsprogramme haben lediglich prüfenden und empfehlenden Charakter. Schade, was Ihre Äußerung betrifft, aber danke, dass Sie zugehört haben.